Hi Leute, wir schauen heute mal rein in Shuriken and Aliens. Wir starten ganz frisch in ein neues Spiel. Was hier? Hardcore und eine neue. Wir probieren es mal normal, denn wir haben keine Ahnung, wie das Spiel geht und wie es sich steuern lässt. Die Idee ist nett. Im Menü gibt es leider nicht mal Optionen, wo man was einstellen kann. Also es gibt nur New Game und Exit. Von da verspreche ich mir im Moment noch nicht so viel. Unterstützt wohl auch kein 21:9, deswegen haben wir schöne Balken am Rand. Okay, jetzt hängt's auf einmal. Also man muss die Sachen machen, die da stehen. Okay. Es sieht nicht gut aus. Es ist langsam. Die Steuerung ist komisch. Die Animation. Naja, Geschmackssache. Passt zur Grafik zumindest. Ich habe keine Ahnung, was er machen muss. Ah ja, da sind schon mal die Aliens. Wo kommen wir rüber? Beide Seiten wahrscheinlich. Ist die Lücke zu groß geschaffen. Okay, es ist ein hässliches Jump'n'Run mit hässlicher Grafik und ich mag gar nicht weiter zocken. Da oben gibt es zwar was, aber ich komme hier auch weiter, ohne da hoch zu müssen. Hier gibt es Optionen. Gab es nur nicht im Hauptmenü. Die Ultra 6 Window, der Materializing. Trotzdem ist ein bisschen was abgeschnitten. Grafikoption, sonst gibt es keine Option. Okay. Das macht schon keinen Spaß beim Zusehen.
dieser tolle Effekt-Sound sagt, nein, danke, nicht für uns. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Das war eine Kurzreview, aber hoffentlich ist es angenehm, euch zu informieren, dass dieses Game nichts taugt. Macht's gut.